Ja, moin, hier 13. Spieltag 96. Saison Rapid TV. Und wir schauen direkt rein. Die letzten beiden Spieltage waren ziemlich knapp gestern. Vorletzte Spieltag hätten wir. Ja, gut, haben wir verloren. Ging vielleicht noch in Ordnung. Gestern wäre definitiv ein Unentschieden von uns drin gewesen. Und heute ging es zum Beispiel gegen FC Kölle. Gut, das sag ich mal so. Wird wahrscheinlich eine Niederlage geben, da die dann einen Ticken besser sind. 49 gegen 74. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier heute verlieren werden. Hier gleich nach 30 Minuten 3 gute Chancen für FC Kölle. Aber wenn die so spielen, wie sie in echt spielen, dann gewinnen wir hier. Die erste Chance jetzt hier in der 38. Dean Wilson. Unter anderem mit Jordi Latte getroffen hier. Der Gäste. Dean Wilson hier mit seiner zweiten Chance. Aber bisher sieht das nur. Sieht das ganz gut eigentlich aus. Immer noch 0 zu 0. Wenn wir jetzt einfach mal 1 zu 0 in Führung gehen, dann können. Wir sind schon noch 15 Minuten jetzt ungefähr. 89. Rapid erkämpft sich. Ein Unentschieden zu Hause gegen FC Kölle. 2 zu 8 Chancen. Gut, ob es verdient ist, das ist eine andere Frage. Aber ehrlich gesagt ist ja auch scheißegal. Hauptsache, man hat den Punkt geholt. Und ja, gucken wir einfach nochmal ins Friendly rein. Im Santiago Bernabéu gegen Real Madrid. Immerhin 294 Zuschauer. Also 98% Auslastung. Also das spricht hier für die Mannschaft von Real. 14. Minute 1-0 Dean Wilson. Perfekt ins kurze Eck geschossen. Mittlerweile Dean Wilson hier lässt wieder einige Chancen da. 94. Zweite Halbzeit. Passiert gar nichts. Außer der 94. Dean Wilson. Kommt an den Ball aus 12 Metern. Gute Körpertäuschung gegen den Verteidiger von Real. Und zieht ab und trifft zum 2 zu 0. 4 zu 0 Chancen. Die Rapid-Abwehrte und das defensive Mittelfeld haben dann wieder einen guten Job gemacht. Keine Chancen zugelassen. So stellt man sich das so vor. Gut, eigentlich ein recht erfolgreicher Spieltag heute für uns. Morgens geht's gegen Power Rötenbach. Da könnte man vielleicht einen Dreier holen. Warum denn nicht? Mannschaft. Dean Wilson. Ich weiß gar nicht, wie viel er gestern hatte. 360. Ich nehme 5 für Spieltag. Der Torwart macht auch einen richtig guten Eindruck hier. Die ganze Saison schon, wird auch bald ein Sechser werden. Des Weiteren ist hier, das ist unser zentraler Mittelfeldspieler, ist 400.000 wert. Hat etliche Trainingspunkte noch. Oh mein Gott, meine Nase läuft. Rolf Stich, der wird auf jeden Fall, glaube ich, auch bald ein Vierer. Ach, der ist schon ein Vierer eigentlich. Ja, gut, was gibt's zu sagen? Gucken wir auf die Ligatabelle. 4 Punkte mittlerweile. Schlagdorf. Schlagdorf hat Stärke 63, 13 Punkte. Wenn wir jetzt nach der nächsten Auswertung auch so ungefähr in dem Bereich sind, gut, sag ich mal so, mit ganz, ganz viel Glück schafft man vielleicht den Klassenerhalt, wobei es auch nicht schlimm sein würde, wenn wir in die Gemeindeliga runter sollten. Hätte ich jetzt nicht unbedingt was gegen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Rund 40.000 gemacht, ist auch wieder recht gut. Haben jetzt noch 500.000 Kredit. Aber das ist vertretbar. Schon soon.
hat mittlerweile und Bamuso haben Axel von Eschenbach überholt. Eine ewigen Marktwertliste. Transfers. Gut. Dann war's das für heute. Wir sehen uns morgen. Bis dann, euer Rapid TV.